Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute zeige ich euch eine weitere Beauty Box, denn gestern kam die Pink Box an und diesmal ist sie nicht pink, würde ich sagen, denn sie hat das Thema California Dreaming. So sieht die Box aus. Und die mache ich jetzt auf und zeige euch, was drin ist. So, wir öffnen die Box gleich einmal. Wie immer liebevoll verpackt. Tisch bleibt stehen. So. Und wir haben als erstes drinne, obendrauf einmal wieder das Magazin, wo die Produkte drinne stehen. Und dann noch einmal so ein Rabattheft, Couponheft für verschiedene Marken. So, und dann geht's los mit den Produkten. Und zwar habe ich hier als erstes von Essence Prime Studio Poreless and Skin Blurring ein Primer. So sieht der aus. Und ich sehe gerade, ich muss unbedingt meine Nägel mal wieder machen. Zeit wird's. Naja, gut. Auf jeden Fall der Primer und den werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Dann haben wir dabei, machen wir gleich weiter mit Kosmetik, von Rimmel London eine kleine Bronzer-Palette. Da können wir gleich einmal schauen. Können wir gleich einmal swatchen. So, ich hoffe, es reicht. Ja, der mittlere, in den mittleren gehe ich nochmal ein bisschen rein. So. So sieht das Ganze aus. Ich hoffe, man sieht's. Ja. Sehr schön. Werde ich auch austesten. Dann haben wir hier ein Deo, also ein Deo-Roller von Syneo Soft. Ohne Alkohol. Und Aloe Vera ist drin enthalten, Panthenol, Allantonin. Sehr schön. Werde ich auch auf jeden Fall ausprobieren. Obwohl ich eigentlich mehr Deo-Sprays benutze. Dann aber jetzt hier als nächstes haben wir von Husk eine ein Conditioner, eine Probe, sage ich mal. Auch schön, gerade jetzt, wo es warm ist, die Sonne scheint, da sind meine Haare immer sehr trocken und strapaziert. Da werde ich das auf jeden Fall mal probieren. Dann geht es weiter. Hier haben wir was Kleines. Das ist von Biotin, Hanf Booster Ampulle. Und das ist für die Haut. So, machen wir mal so. Da bin ich auch gespannt, werde ich auch mal ausprobieren. Sowas hatte ich bisher noch nie gehabt. Von daher bin ich da echt gespannt. Und das letzte Produkt, glaube ich, ja. Von Hawaiian Tropic eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 15. Passt sich sehr gut. Ich habe letztens erst in einem Haul gezeigt, dass ich von denen ein Produkt gekauft hatte. Das war eine After-Sun-Creme. Jetzt habe ich halt, wie gesagt, die 12 Stunden feuchtigkeitsspendend. Die werde ich auf jeden Fall ausprobieren und dann mal schauen. Ich kann ja mal kurz gucken. Ja, riecht auch angenehm. Sehr schön. Super, das freut mich mega. Also ich werde auf jeden Fall eigentlich ziemlich fast alle Produkte aus dieser Box ausprobieren. Und die werde ich dann halt auch zur gegebenen Zeit dann euch auch mal sagen, wie ich die fand. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, wenn ich euch gefallen habe, auch wenn Mrs. Krabs heute am Start ist, könnt ihr gerne abonnieren und mir somit dann halt folgen. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.